Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wagen, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für den April 2024. Für alle, die die Waage als Standzeichen haben im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein. Diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich mit am Start und wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel, dem Vice-Versa-Tarot, Erat Ali Quando, dem Gilded Reverie Lenormand und natürlich gibt's für euch eine Faul-Rune mit dazu. So, und schon geht's los, meine Lieben. Und wir schauen mal, welches Krafttier euch im April begleitet. Was haben wir denn da für die Wagen? Welches Krafttier begleitet die Wagen im April? So, wir haben, das Krokodil. Transformation. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tief sitzende Wunden finden Heilung. Das klingt doch nach einer sehr kraftvollen, heilsamen Energie für euch. Da bin ich gespannt, was uns jetzt die weiteren Karten noch so verraten wollen. So, was war, was ist? In welcher Energie starten denn die Wagen in den April? Was war, was ist? In welcher Energie starten die Wagen in den April? So, wir haben den König der Münzen von der Rückseite. Okay, also König der Münzen von der Rückseite. Von der Vorderseite, das wäre diese Energie. Der König der Münzen ist das Feuer der Erde. Der Münzkönig ist eine Energie, die ist fürsorglich, die ist warmherzig, die ist wohlwollend, die ist fürsorglich. Das ist der großherzige, warmherzige, wohlwollende König, der über sein Volk in Anführungsstrichen herrscht. Ja, das ist eine sehr warmherzige, geerdete Energie. Die zeigt sich hier aber von der Rückseite. Und vielleicht war das so ein bisschen, ich weiß, eure letzten Legungen ging es ja so darüber, ne, dass ihr eine sehr hilfsbereite Energie seid und für jeden immer da seid. Und vielleicht habt ihr euch aufgrund dieser Erfahrungen, weil eben auch Menschen dann gerne in so einer Nimmling-Energie kommen und nehmen, was sie kriegen können, aber irgendwie nichts zurückfließen lassen. Da erfolgt kein Energieausgleich, sondern nur eine einseitige Geschichte. Und vielleicht habt ihr eure Fürsorge in der letzten Zeit eben einfach ein bisschen für euch behalten, ja, und habt gesagt, okay, dann wende ich mich davon ab und schau mal so ein bisschen für mich, was ich da tue. Ja, so ganz wohl scheint es euch aber damit auch nicht zu sein, denn mit den zwei der Stäben als verdeckte Energie befasst ihr euch damit, wie ihr eine neue Welt erschaffen könnt. Also jetzt so dieses, ich glaube, das ist so die Überlegung, ja, ich bin von meinem Naturell ein Mensch, der hilfsbereit ist, der fürsorglich ist. Und ich möchte, also ich glaube ja, ich habe das Gefühl, ihr steht so dran und sagt, ich habe Fülle und ich möchte auch nicht aufhören, diese Großzügigkeit zu leben, aber ich möchte das in einer neuen Energie tun. Ja, und da befasst ihr euch vielleicht innerlich wirklich mit dem Thema, wie kann ich mein Strahlen in die Welt geben, ohne dass mir hier jemand dann wirklich versucht, das Wasser abzugraben oder so, ne? Oder eben sich nur in eine Richtung zu bedienen. Schauen wir mal, was ergänzt hier Erat Ali Quando für die Wagen. Was war, was ist? Bei den Wagen. Was haben wir denn da? Da haben wir schon mal zwei. Die Nelke,
der Hirsch. Dann haben wir die Hohe Mauer. Ja, finde ich sehr synchron zu diesem umgedrehten König der Münzen, die Hohe Mauer, ne? Der Trollknoten, also der Zauberknoten und das Spinnrad. So, und was ergänzt das Lenormand? Der Sarg, da haben wir nochmal die Transformation vom Krokodil bestätigt. Der Sarg, der Kompass und das Kreuz. So, wir müssen schon wieder mal rutschen, damit ihr alle Karten, ja, so sieht es, glaube ich, ganz gut aus, sehen könnt. Also, ihr seid damit befasst. Ich glaube, es ist wirklich so, dass ihr euch ein bisschen vielleicht zurückgezogen habt. Ja, und versucht, also so eine neue Bestandsanalyse, ne, über eure grundlegende Energie, wie wollt ihr damit umgehen, wie wollt ihr euer Licht in die Welt bringen. Denn es ist für euch, glaube ich, keine Entscheidung zu sagen, okay, dann gebe ich halt nichts mehr, dann bin ich nicht mehr hilfsbereit, dann geht mir das, wie es anderen geht, exorbital vorbei, das ist auch nicht eure Energie. Und so seid ihr gerade wirklich dabei, mit diesem Thema euch zu befassen. Das sagt mir auch die Spiegelung der Lilie oder der Nelke, Entschuldigung, auf das Spinnrad. So. Bei der Nelke geht es um Anziehungskraft, da geht es um Leidenschaft, da geht es für mich auch ein Stück weit um Familie, um Erblühen, um Harmonie. Und das spiegelt auf das Spinnrad. Das Spinnrad ist an die drei Nornen angelegt, Urd, Verdandi und Skuld. Deswegen ist hier auch das Web of Word abgebildet, ja, das Schicksalsnetz, welches die Nornen am Urdbrunnen für jeden Menschen weben. Und ihr macht euch Gedanken darüber, wie ihr eben dieses euer Netz harmonisch leben könnt. Indem ihr zum einen eben auch gut für euch sorgt, aber auch eben euer Naturell der Hilfsbereitschaft vielleicht leben könnt. Ja, wie schafft ihr es, in eurem Netz selbst zu erblühen und anderen beim Erblühen zu unterstützen? Ja, da geht's für euch auch mit dem Hirsch und dem Zauberknoten. Zum einen um eure Präsenz, ja, dass ihr in eurer Präsenz, in eurer Anbindung an die geistige Welt, in eurer Erdung auch bleibt, in eurer Stabilität und gleichzeitig eben zu erkennen mit dem Zauberknoten, dass es hier eine Energie in euch gibt, wie ich vorher gesagt habe, ne? Also ihr könnt, das ist, als ob ihr von eurem Naturell einfach ein großherziger Mensch seid und ihr könnt nicht gegen dieses Naturell leben, nur weil im Außen eben so egoistische Nimmlinge unterwegs sind. Ja, und das hat für mich schon so ein Ticken auch, dass das ein Teil vielleicht eures Seelenweges ist, ja, der euch vielleicht auch immer wieder in verzwickte Situationen bringt. Aber ihr merkt, dass ein Lösen nur dadurch möglich ist, wenn ihr an eurer Präsenz und an eurer Energie arbeitet. Ja, und dass es eben nichts bringt, wenn ihr sagt, okay, dann können mich alle gern haben, ich blockiere jetzt meine Präsenz. Ja? Sollen die doch mit ihren Dingen hier gegen eine Wand knallen? Das geht für euch auch nicht. Das ist so eine Erkenntnis. Und das scheint für euch auch mit den Karten vom Lenormand. Da haben wir den Sarg, den Kompass und das Kreuz. Hier geht es um eine schicksalhafte karmische Neuausrichtung, um eine schicksalhafte Transformation, eine wichtige Transformation, wo ihr für euch eben sagt, okay, ich weiß, dass mich gewisse Werte in meinem Leben leiten, aber wenn ich diese Werte falsch lebe, belastet es mich.
dann führt es zu Belastungen und das wollt ihr transformieren. Und dabei hilft euch das Krokodil. Ne? Uralte Blockaden und Urängste können jetzt überwunden werden. Hier findet Heilung von Wunden statt. Sehr cool. So, schauen wir mal, was kommt denn jetzt da? Achso, ja, da muss ich ja noch, ne, dieses aktuelle Energie verdeckt. Zwei Stäbe, ihr wisst noch nicht genau, wie ihr euer Licht in die Welt bringen wollt. Da herrscht noch ein bisschen Durcheinander in euch und hier gilt es eben auch durchzufegen. Und damit seid ihr gerade befasst. So, jetzt schauen wir, was kommt denn da im April auf euch zu, liebe Wagen? Was kommt hier auf die Wagen zu? Das sind zu viele. Was kommt hier auf die Wagen zu? Und wir haben die 6 der Kelche und die 4 der Kelche. Okay, also 6 der Kelche, da haben wir wieder den Hinweis auf Seelenverbindungen. Ja, der Zauberknoten ist ein Hinweis auf Seelenverbindungen und die 6 der Kelche ist die Nostalgiekarte, aber auch die Karte der Seelenverbindungen. Und das in Kombination mit den 4 der Kelchen finde ich jetzt sehr spannend. Also die 6 der Kelche, das ist die Nostalgiekarte. Die 4 der Kelche ist die Nostalgie der Zurückweisung, der Frustration, der Resignation. Wenn ich aber 4 Kelche und 6 Kelche zusammenrechne, habe ich 10 Kelche und das ist die absolute emotionale Erfüllung. Der April bringt euch nochmal so ein Revue passieren lassen der Zurückweisungen der Vergangenheit. Vielleicht auch dessen, weil auf den klassischen 4 der Kelchen sitzt ja ein missmutig dreinblickender Mensch an einem Baum und blickt auf 3 verschüttete Kelche, während ihm aus dem Himmel ein 4. Kelch gereicht wird, den dieser gar nicht sehen kann, weil er nur auf die verschütteten Kelche blickt. So, und es kann wirklich sein, dass im April für euch, liebe Wagen, nochmal so Momente auftauchen, wo ihr sagt, ah, schau mal, wieder so ein Trigger aus der Vergangenheit, die Situation kenne ich schon mal. Ja, da habe ich damals Zurückweisung erfahren oder jemand konnte das Angebot oder die Unterstützung, die ich ihm reichen wollte, gar nicht nehmen. Und das scheint euch hier im April zu begleiten. Mit dem Aspekt aber, dass ihr hier mit der Energie des Wagens als verdeckte Energie die Vergangenheit hinter euch lasst. Der Wagen von der Vorderseite wäre es, geht voran. Das hier ist für mich die Energie, dass ihr diese Resignation der Vergangenheit hinter euch lasst. Die Zurückweisung eurer gereichten Kelche lasst ihr hinter euch. Und jetzt habe ich den Oberwitz hier. Ich habe euch ständig von den 6 der Kelchen erzählt und ich habe hier die 9 der Kelche liegen. Das ist ja noch besser. Die Wunscherfüllung. Und trotz allem macht es Sinn, warum ich euch jetzt von den 6 der Kelchen erzählt habe. Ne? Also es passiert ja nichts umsonst. Wenn Fehldeutungen passieren, haben sie einen Sinn, weil für irgendjemanden von euch war die 6 Kelche, 4 Kelche Geschichte ganz wichtig. Mit den 9 der Kelchen geht es, wenn ich jetzt das so las, es deute, es verändert sich auch nicht viel dran, weil die 9 der Kelche ist die Wunscherfüllung. Ja, und ihr wollt, also im April wird euch das Thema Wunscherfüllung erleben zu wollen, ohne frustriert zu werden oder ausgenutzt zu werden, erleben. Wie kommt ihr in eine Wunscherfüllung ohne zu resignieren? Ja, ohne diese hohe Mauer oder diesen umgedrehten König der Münzen zu benötigen. Das ist das Thema. Und dafür, verdeckte Energie, der Wagen von der Rückseite, geht es darum, eben die Vergangenheit hinter euch zu lassen und auf zu neuen Ufern. Ja? Und dann winkt darunter nämlich das Ass der Kelche. Befriedung, neue emotionale Chance, wie das Krokodil sagt, tiefsitzende Wunden finden Heilung. Und zwar geht es darum, dass die tiefsitzenden Wunden der Zurückweisung, des
okay, mir wird hier kein Kelch gereicht, ja, dass das eine Veränderung findet. So. Jetzt da. Erat Ali Quando. Was kommt hier auf die Wagen zu? Das finde ich immer spannend, wenn einem die Wahrnehmung hier so einen Streich spielt und einem die 6 der Kelche präsentiert, obwohl es die 9 der Kelche sind. Das ist ja echt spannend. So, wir haben die Schnecke, die Gefährten, die 7 Meilenstiefel, Sankt Nimmerleinstag, und eine nehmen wir noch, oder auch zwei, die gute Stube und die Dame. So, und was ergänzt das Lenormand? Was kommt hier auf die Wagen zu? Die Wege und der Ring. Okay. Es geht auf jeden Fall um verbindliche Entscheidungen. Die Wege und der Ring. Entscheidung. Eine Entscheidung, was bedeutet Verbundenheit für euch? Ja, wann laufen für euch die Dinge rund? Eine Entscheidung zur Verbindlichkeit. Ja, was Verbindungen, wann laufen Dinge rund für euch? Dafür werdet ihr euch entscheiden. Und dafür haben wir die Dame gespiegelt auf die Schnecke. Ihr wisst, wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer damit gemeint, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Der Herr wäre das Gegenüber oder ein Mensch, der für euch wichtig ist. Aber bedenkt, Rollen können auch vertauscht sein. Also, ihr selbst betreibt eine Art Innenschau. Und diese Innenschau hat damit zu tun, wann macht es vielleicht für euch Sinn, euch langsamer zu bewegen oder euch in euch selbst zurückzuziehen. Ja, wenn du in der Energie bist, dass du jeden und alles retten musst, dann hast du eine Menge zu tun, liebe Waage. Dann kommst du gar nicht mehr dazu, auch gut für dich selbst zu sorgen. Und damit bist du eben auch so ein Stück weit im April befasst, zu schauen, ja, auch mal in dich hineinzuhören, wann muss ich mich denn in mich zurückziehen und wann darf ich langsam meiner Wege weitergehen, ja, um hier eben auch deine Wunscherfüllung nicht aus dem Blick zu verlieren. Ne? Auch das kann sein. Du hast vielleicht deine eigene Wunscherfüllung mit den 4 der Kelchen zu sehr zurückgestellt und nicht an dich gedacht. Ja, und da bist du ja dabei, das jetzt in eine Balance zu bringen und zu transformieren. Und dafür guckst du auch hin, welche treuen Gefährten denn im April, also tendenziell beschäftigt dich dieses Thema sehr stark, ja, wer sind denn wirklich deine treuen Wegbegleiter, die dir nahestehen? Ja, mit denen du vielleicht auch über dieses Thema reflektieren kannst, sprechen kannst, Resümee ziehen kannst. Ja, auch zu erkennen, dass hier ganz unterschiedliche Energien deine Wegbegleiter sind und dennoch lässt sich hier gerade aufgrund der Einzigartigkeit jedes Tiers eine wunderschöne gemeinsame Melodie anstimmen. Und da wirst du für dich mit den 7 Meilenstiefeln und dem Sankt-Nimmerleins-Tag spüren, dass es jetzt für dich Zeit ist, dich auf den Weg zu machen. Du willst hier nicht mehr warten, bis du, ne, also warten, bis du schwarz wirst. Da hast du keine Lust mehr drauf. Ja, das heißt, das sind Dinge, die für dich jetzt mit den 7 Meilenstiefeln in Bewegung kommen und zwar in riesen Schritten. Und das ist die Entscheidung für Verbindlichkeit dir selbst gegenüber, ja, dir selber treu zu bleiben und gleichzeitig eben auch auf die Verbundenheit zu achten. Ja, eben nicht dieses, ich helfe jedem und da fließt nichts zurück, sondern hey, hier müssen die Dinge rundlaufen, damit ein Erstrahlen und Funkeln möglich ist.
Okay, sehr spannend. Also, nochmal, Vergangenheit lässt du hier hinter dir, ja? Diese alten ausgetretenen Pfade, ja, wo der Mangel vorherrschte, die lässt du hinter dir und du bewegst dich jetzt in Richtung deiner Seelenreise, deiner Sehnsüchte, deiner Erfüllung. Mit dem Schiff geht es auch immer um Sehnsüchte und da gibt es Dinge, nach denen du dich sehnst und da auf diesen Weg begibst du dich jetzt. Auch deine Wünsche, auch deine Erfüllung hier zu leben, denn du willst hier ja auch deine Wunscherfüllung mit den neuen Kelchen. So, Tipp des Universums für die Wagen. Wie schön. Die Mäßigkeit, ja, es geht um die Balance. Die Mäßigkeit ist eine der Heilungskarten und eine der Engelkarten. Die Mäßigkeit spricht davon, Feuer und Wasser zu gleichen Teilen zu vereinen, ohne dass das Feuer erlischt oder das Wasser verdampft. Mit der Mäßigkeit geht es um heilsame Kommunikation und es geht um Balance und genau daran arbeitest du. Ja, das Balancieren vielleicht auch des männlichen und weiblichen Prinzips, das Balancieren von Geben und Nehmen, das Balancieren von deiner Wunscherfüllung und der Zurückweisung, die du erlebt hast. Ja, hier findet eine Menge Heilung statt. Und mit der Mäßigkeit geht es hier auch um eine friedvolle Kommunikation mit dir selbst und mit deinem Umfeld. Was ergänzt hier noch das Erat Aliquando? Ja, die Taube, da haben wir sie, die lichtvolle, friedvolle Kommunikation. Also das scheint schon ein wichtiger Aspekt für dich zu sein, ja, in dieser lichtvollen, liebevollen, klaren Kommunikation zu sein. Das ist etwas, was als Tipp des Universums hier jetzt nochmal bestätigt wird. Was haben wir denn hier noch? Tipp des Universums für die Wagen mit der Kutsche der Goldfisch. Geduld, das Ja und Tischlein deck dich. Gut, so und jetzt schauen wir noch, was hier das Lenormand ergänzt. Die Störche, ups, das sind zu viele. Da mischen wir nochmal. Das sind auch viel zu viele. So, jetzt ein, maximal zwei Karten bitte. Dankeschön. So, da haben wir die Störche und die Lupe. Gut, also, es geht darum, wirklich liebevoll, lichtvoll, klar zu kommunizieren aus eurer Fülle heraus. Ja, Tischlein deck dich ist eine der Glückskarten im Erat Aliquando. Hier ist Fülle, ein reich gedeckter Gabentisch der Schöpfung. Es geht auch vielleicht darum, dass ihr erkennt, dass viele an euren reich gedeckten Tisch kommen, um mit euch lichtvoll zu kommunizieren oder eben vielleicht auch befriedende Impulse mitzunehmen durch den Austausch mit euch. Aber es gilt auch für euch, eure Fülle zu erkennen und auch mit euch liebevoll zu sprechen und vielleicht auch mal das ein oder andere für euch zu tun, ja, für euch in eine Auszeit sich zu nehmen, um wieder in die Balance zu kommen, ja, euch in euch selbst zurückzuziehen, hineinzuhören, wie geht's mir, was brauche ich, was tut mir gut, wie kann ich gut auch für mich sorgen und nicht nur für die anderen. Es geht darum, die Reise bewusst wahrzunehmen, mit der Spiegelung Ja auf mit der Kutsche. Eile mit Weile, die Dinge geschehen zur rechten Zeit. Und das Leben ist eine Reise und oftmals ist es eben so, der Weg ist das Ziel. Nicht das Ziel ist das Ziel, sondern die Erlebnisse, die du auf dieser deiner Lebensreise machst, positiv wahrzunehmen und Ja zu diesen Erlebnissen zu sagen.
Ja, und manchmal braucht es eben auch etwas Geduld, bis sich die Schleier lichten und die Dinge wirklich in den Fluss kommen. Das mag eine der Lehren sein, die hier sind, und das ist vielleicht auch so dieser Impuls, wenn Menschen deine Hilfe benötigen, dann werden sie mit dir sprechen. Kommunikation. Ja, sprechenden Wesen kann geholfen werden. Also vielleicht auch für dich der Tipp des Universums, dass du nicht unausgesprochene Impulse wahrnimmst und deine Hilfe direkt anbietest, sondern dass du dem anderen die Chance gibst, zu lernen, um Hilfe zu bitten, wenn er deine Unterstützung braucht. Und dann aber auch dir das Recht herauszunehmen, zu prüfen, ob und wenn ja, wie viel du bereit bist zu geben. Ja. Das heißt, es geht hier um eine Feinschliffarbeit in die positive Veränderung. Es gilt hier darum, auf die Details zu achten, wie du Zusammenarbeit oder Unterstützung lebst. Das ist der Tipp des Universums für dich. Und da geht es im Weiteren für dich, wie geht's weiter? Geht es hier mit dem Hierophanten um Werte, um Traditionen. Es geht darum, deinen Werten treu zu bleiben. Und hier auch mit dem Bären zum einen mutig zu sein, ja, die Süße des Lebens zu genießen, aber auch zu erkennen, wann ist es Zeit, mich zurückzuziehen, für mich gut zu sorgen. Ja, und hier steht neues Wissen für dich an. Hier kannst du Neues entdecken, weil das vielleicht eine ganz neue transformatorische Kraft für dich ist, ja, eben nicht mehr jedem helfen zu müssen, um das als Bestätigung zu nehmen, dass du eine Existenzberechtigung hast, sondern eben da eine neue heilsame Ausbalancierung deiner Hilfsbereitschaft zu erfahren. So, und welche Rune begleitet hier die Wagen im April? Hätte es ja fast nicht anders sagen können. Also die Ansus. Wir haben hier den Hinweis auf heilsame Kommunikation. Wir haben hier den Hinweis auf mit der Taube auf die lichtvolle, friedvolle Kommunikation. Wir haben doppelte Hinweise auf die Transformation. Und jetzt kommt die Ansus. Die Ansus ist Odins Rune. Die sagt ganz klar, hier sitzt die Schöpfung am Ruder. Gott sitzt am Ruder. Und die Ansus ist auch die Macht des gesprochenen Wortes. Worte haben Macht, liebe Waage. Die Ansus ist die Rune der Kommunikation. Da geht es darum, deine Wahrheit, deine liebevolle Klarheit zu sprechen. Und gleichzeitig bist du aufgefordert, hinzuhören, wenn andere mit dir sprechen. Das ist die Rune der Kommunikation und die Macht des gesprochenen Wortes. Und die Ansus ruft dich auf, achte auf die Zeichen. Achte auf Zeichen, auf Träume, auf Hinweise. Ja, höre immer wieder in dich hinein, das sagt mir auch diese Dame hier, dass du hier diese Balance findest zwischen den weisen Worten und dem Hinhören, zwischen dem Geben, dem Nehmen und der gesunden Selbstfürsorge. So, das war eure Legung für den April, liebe Wagen. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.